Moinsen, meine Lieben, da bin ich auch wieder. Heute mal wieder mit der Facecam. Und wie ihr seht, Oldstream-Karte ist wieder online nach dem Update. Aber ich habe da so ein bisschen rumgeschaut, rumgedacht und überlegt, was kann ich jetzt tun. So, ihr seht meinen Kontostand da oben. Ne, da. Da oben. Ja, ich habe ein bisschen getrickselt. Weil ich habe auch den Kredit noch aufgenommen, den müssen wir noch zurückzahlen. Ich war die ganze Zeit überlegen, was machen wir jetzt, wie tun wir es jetzt. Und da das Update ja einen neuen Speicherstand erfordert hat, habe ich gedacht, okay, wir fangen nochmal anders an. Ich habe so ein paar Umbaumaßnahmen gemacht auf dem Hof, weil ich hatte euch zwar gefragt, aber es kam leider noch keine Antwort. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Hühner wegzumachen, die Schafe wegzumachen und auch die Schweine. Dementsprechend ist der Hof etwas vergrößert worden. Hab da noch ein bisschen umgebaut, hab ein paar Hallen hingesetzt und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier im Video gemacht habe, aber wir werden es gleich mal sehen. Wie ihr seht, bin ich gerade am Ansehen, ein bisschen Raps, weil wenn wir den Kredit abbezahlt haben, haben wir auch noch kaum was auf dem Konto. Und wir müssen ja auch zusehen, dass wir endlich mal vorwärts kommen. Weil immer wieder neu anfangen, ummachen, hin und her, habe ich keinen Bock mehr drauf. Werden wir nicht dann zusehen, dass wir es richtig machen. So. Und dementsprechend haben wir das so gemacht. Es ist halt immer so ein bisschen hin und her, weil wegen der Nachvertonung muss ich halt immer gucken, was habe ich da jetzt gemacht. Das ist es von gestern Abend, wo ich das Video hier gemacht habe. Und wie gesagt, bin halt da jetzt gerade in Raps am Ansehen. Ja, und das gucke mal jetzt. Also ich mache jetzt nur gerade noch hier das Vorgewende und dann lassen wir auch die Helfer laufen. Weil ich denke nicht, dass ihr wollt, die ganze Zeit, wie ich zuschauen sollt, also so an den Let's Plays Videos, wie ich da am rumkraxeln bin, sage ich jetzt mal. Klar, für die einen ist es cool, für die anderen ist es okay, für die anderen wieder nicht. Dementsprechend machen wir das mal so. Aber dann nehme ich auch dann einfach nur wieder die Folgen auf, wo ich dann wieder einfach losquatsche, wenn man nicht im Bild bin. Und wir wechseln uns da so ein bisschen ab. So, jetzt bin ich auch überlegen mit alten Traktoren, weil wir haben hier mittlerweile eine gute Auswahl. Ich habe auch den Porsche-Trecker und. Dass ich auch überlegen bin auf der Bertelshagen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, werde es mir aber gleich mal noch tun, je nach dem Video. Dass man dann sagt, okay, wie sieht das aus? Kriegen wir da mit alten Traktoren was gemacht? Vielleicht, dass wir dann so mit ganz alt anfangen und dann halt weitergehen. Ich hatte das da geguckt, wie weit muss ich jetzt noch? Dass wir da mit alt weitergehen. Es ist halt immer so eine Sache. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch, glaube ich, hier im Nachhinein habe ich da noch eine neue Sämaschine geholt oder habe die da schon geholt, weil, wie ihr seht, die Felder sind eigentlich sind zwar relativ übersichtlich, aber es braucht Zeit, bis wir das dann halt angesät haben. Und dann war noch ein bisschen, also okay, wir haben da noch ein bisschen was auf dem Konto, ich weiß es gar nicht, was steht denn da noch? 1,1. So, wenn wir den Kredit abbezahlt haben, haben wir noch so 600.000, weil ich hatte den vollen Kredit geholt und habe gemerkt, so, passt nicht mit den Umbaumaßnahmen. Dementsprechend bin ich halt dann dran. So, habe den Helfer da eingeschaltet und dann laufen wir jetzt mal, habe ich mal gerade geguckt, Ertrag. Komischerweise muss es schon wieder gewalzt werden, obwohl ich es erst gewalzt habe. So, laufen wir mal ordentlich. darüber. So, und da sehen wir halt jetzt auch schon hier die Felder. Ja, hier von hier sieht man noch nicht so viel, was wir beim Hof gemacht haben. Ihr seht hier, die Felder sind schon gekalkt, gewalzt und dort habe ich jetzt Gras angesät. Weil, ich will halt so machen, dass ich erst sage, wir machen das als Grassilage und dann schauen wir weiter. So, da haben wir noch einen MF, den ich geholt habe. Ich glaube, mit dem fahre ich jetzt auch auf den Hof. Na, wie ihr seht, da oben die Spiegel, wieder am Dull drehen. Was natürlich immer so super toll ist, weil es nervt. Ich hoffe, wir haben bald das Update und dann wird das auch alles funktionieren. So, und jetzt fahren wir mal in den Hof. Ich fahre hinten rum, wie ihr seht. Da hinten ist auch noch ein Feld, da habe ich auch Gras angesät. Das ist da, wo vorher der
Schafstall war dort. Ich glaube, da gehe ich das auch nochmal raus. Nee, ich bleib da. Also da stand halt vorher der Schafstall. Den habe ich halt weggemacht. Und ja doch, wie ihr seht, also hier war vorher Schafe. Da habe ich jetzt weggemacht, habe das da ein bisschen erhöht, habe ein Feld rausgemacht, den Boden habe ich jetzt hier gemacht. So, und dann habe ich halt hier das Feld, habe ich gekauft und ein bisschen nach unten gesetzt, dass ich da noch ein paar Hallen hinsetzen konnte. Dort war der Schweinestall, der ist weg. Wenn ihr da eine Idee habt, was könnten wir da hinstellen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und dann finden wir vielleicht zusammen eine Lösung, vielleicht irgendwie eine Halle drüber oder irgendwas. Wie gesagt, da bin ich ganz auf euch. Sagt, genau, hier fahre ich das gerade schnell mit der Walze noch drüber. Weil da stand schon wieder, einmal bitte walzen. Obwohl ich das vorgewalzt habe. Ne? Also irgendwie verlangt ja nach dem Einsehen immer wieder das Walzen. Aber okay, dann machen wir das halt. Also hier das Feld habe ich so ein bisschen rübergezogen, damit da in der Ecke, also da hinten, halt noch der Bereich halt ist für den Fluss. Das Flussbett nicht kaputt machen. Und wir uns halt je nachdem da auch noch Wasser holen können. Hier haben wir jetzt auch noch mal Gras, weil ich habe da gut, wenn die Fläche fand ich eigentlich perfekt dafür. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das mit dem Gras, weil habe auch von Vicon hinten auch schon Mähwerke geholt. Dementsprechend, also wir haben jetzt vier klein mittlere Traktoren auf dem Hof. Keine Großtraktoren, sondern mittlere. Vielleicht holen wir uns irgendwann noch einen großen dazu. Aber das weiß ich halt noch nicht. Hab auch den alten Drescher. Hat mir nicht gefallen. Hat mir einfach nicht gefallen. Hab den alten Drescher weggetan. Hab mir dann, ja. Könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Ich habe mir den von Fendt geholt, den 10T. Mit dem normalen, weiß ich gar nicht, 9 oder 12 Meter oder was auch immer das ist. Schneidwerk. Weil ich gesagt habe, okay. Wenn, dann machen wir es richtig und gut ist. Das hier, wenn wir mit den Mähwerken drüber fahren und dann halt aber auch direkt mit dem Anhänger silagemäßig einsammeln. Und fällt mir jetzt gerade auch wieder ein, ich habe noch Sachen vergessen. Weil wir brauchen ja nicht nur Gras, nicht nur Silage, sondern was brauchen wir natürlich auch für die Kühe? Richtig, wir brauchen Heu. Heu und Stroh. So, dementsprechend müssen wir jetzt noch gucken. Vielleicht hole ich auch hier das Feld, was jetzt hier nebenan ist. Grubber das noch um oder ernte das ab, dass wir das haben. Und werde dann da vielleicht dann auch noch Weizen drauf ansehen, damit wir Stroh kriegen. Weizen, Hirse gibt glaube ich auch. Ne, Hirse gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe Hirse bis jetzt noch nicht angepflanzt gehabt. Aber auf jeden Fall bei Hafer gibt es Stroh, bei Weizen, bei Gerste. Da habe ich extra reingesagt, ich liebe diesen Blinker. Ich finde es einfach nur geil. Dementsprechend habe ich auch einfach nur diesen MF geholt. Jetzt nicht nur leistungsmäßig oder so, sondern haupt echt wirklich nur deswegen. So, da wir ja ordentlich fahren, habe ich gesagt, okay, Klappen zu. Da will ich vielleicht schon einen kleinen Feldweg hin machen. Also so hier, dass wir so zwischen den Feldern hin und her fahren können. Das wäre bestimmt gut. Dass man sagt, okay, da fahren wir jetzt entlang. So, die bringen wir jetzt weg. Und wie gesagt, da hinten habe ich auch noch eine Walze. Habe erst gedacht, okay, die brauche ich dafür, aber anscheinend nicht. Wie gesagt, hier mal der Unterstand, da steht ein Kalkstreuer. Da ist halt dann dieser Striegel direkt mit der Einsäffunktion für Gras. Den können wir auch so benutzen, wenn wir eine Zwischenfrucht setzen wollen. Dann hauen wir den einfach damit drauf. Können wir Ölrettich holen noch und Raps wird wohl anscheinend auch als Zwischenfrucht gezählt. Ich weiß es nicht. Da frage ich die Landwirte. Da frage ich euch jetzt als Landwirte, ob das so stimmt. Genau, da ist mir noch irgendwas aufgefallen. Da wollte ich noch irgendwas bauen. Ich weiß das gar nicht mehr, was. Ah, genau. Lampen. Lampen. Weil ich überlege, es wird duster. Und da habe ich zum ersten Mal eine Funktion entdeckt. Und zwar, wenn ihr hingeht, seht ihr, das bringt ja rein gar nichts. Wenn ihr hingeht und drückt auf Dreieck, dann habt ihr eine freie Bauvariation. Also ihr könnt bauen, wo ihr wollt. So. Und dann könnt ihr auch hingehen, wie ihr seht, das steht halt überlappt. So, und dann, wenn ihr dann hingeht und macht das aus, könnt ihr die schön da oben draufsetzen. Also ich fand, okay, es sieht jetzt nicht realistisch aus, aber so schwer sind die ja eh nicht. Also okay, ich setze jetzt da oben drauf, so stehen sie nicht im Weg.
Und wir haben halt echt am Platz. Also es war jetzt nur für den Bereich. Also sonst habe ich das nirgendwo gemacht. Dass die halt dann da oben stehen. Dann habe ich mir geguckt, wo können wir noch. Da ist auf jeden Fall die neue Halle noch. Ich glaube, da habe ich jetzt hier diesen Vierer geholt oder was. Na, okay, setzen wir mal so ein paar Pflänzchen hin. Das habe ich jetzt erstmal. Also wenn ihr sagt, da könnt zum Beispiel noch eine Halle hin, dass wir sagen, wir machen das Silo noch weg, was jetzt hier hinten steht, das alte, und machen dann was weiß ich, ein neues Silo hin, irgendwo anders. Sagt es mir mal, wie gesagt, der Kühlschrank, der steht, der bleibt auch stehen. Da oben da habe ich eine Kalkfabrik noch hingesetzt, dass wir für die ganzen Steine, die wir sammeln, halt auch den ganzen Kalk haben. Weil immer Kalk kaufen, nee. Dann machen wir lieber selber. Das war natürlich jetzt praktisch, dass es ein bisschen dunkler wurde. So konnte ich das besser ausrichten. Deshalb, wir haben vier, drei Silos. Die will ich auch alle voll machen. Also da will ich jetzt nicht irgendwie nur liegen lassen, sondern die werden alle drei voll. Halt für die Kühe, die ich aber noch nicht geholt habe. Das weiß ich gar nicht, ob ich da noch was hingesetzt habe. Nee, da habe ich das auch dann so gelassen. Wie gesagt, den Hof, der ist mittlerweile gepflastert. Da kommen jetzt noch so ein paar kleine Gartenleuchtchen hin. Überall, damit der auch mal ein bisschen beleuchtet ist, wenn wir da reinfahren. Ich habe es versucht, im Kreis zu machen, aber nee, es geht. Man kann es lassen, ne? Da war da ein bisschen überlappt. Dann habe ich halt geguckt, ja, da halt noch mal hin so ein paar, wieder auf Dreieck gedrückt, dass wir die auch platzieren können. Da ist es, glaube ich, dann später für den ganzen Mist. Dann bin ich halt noch hier rumgelaufen. Also rumgefahren und habe hier oben auch noch welche draufgesetzt. Ich hoffe, ihr hört meinen Bauch gerade nicht. Der ist nämlich am Knurren. Ich habe Hunger. Aber alles gut. Wie gesagt, die habe ich dann noch da oben draufgesetzt. Fand ich irgendwie ein schönes Gimmick. Also, ich glaube, da. Genau, und ich habe dann später auch noch ein paar Leuchten gesetzt im Laufe des Videos, glaube ich. Weil, wie ihr selber schon gemerkt habt, wenn ihr die Map spielt und ihr fahrt anfangs rein. Es ist echt sehr dunkel. Da haben wir dann, den bin ich auch noch, war ich überlegen, hole ich das weg, hole ich nicht. Da könnt ihr auch mal entscheiden, ob es weg soll. Ich finde es nicht, ich finde es halt schön. So, und dann, genau, das weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt vorhatte. Ich sehe nur, ich glaube, ich war auch zum Händler. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Wir werden es gleich sehen, wo wir hinfahren. Ja. Das sieht halt jetzt richtig schön aus und hier, genau, ich fahre glaube ich hoch zum Händler und dann fällt mir auf, hier, oh, da unten ist ja auch noch dunkel. Ich bin auch lustig, ich fahre da hoch und habe kein Licht an. Ups. Ja, okay. Ist halt manchmal so, ne? Dann hat man das Licht nicht an und ja und nö. auf jeden Fall, wenn es euch natürlich auch gefällt. Jetzt stockt ja, hehe. Da ist mir dann der Controller leer gegangen. Zum Glück hatte ich meinen zweiten noch. Wo ich dann. Aua! Die sind ja nett. So, da hatte ich meinen zweiten Controller und dann ging es auch direkt weiter. Ich habe gar nicht drauf geachtet, weil wenn ihr am Spiel seid, dann zeigt ihr das euch manchmal gar nicht an. Ab und zu, ja, Controller wird leer, aber diesmal hat es mir halt nicht angezeigt. So, da fahre ich halt hier hoch. Genau, da steht die Sämaschine, die habe ich doch dann geholt. Hab dann die Paletten gekauft. Sagen wir mal aus die Paletten dafür. Zweimal Saatgut und zweimal Mineraldünger. Obwohl das zweimal Saatgut war zu viel. Wieder mal. Da muss ich halt dann mal schauen. Muss ich halt wieder mit dem irgendwas mit irgendwem hochfahren. Und das. Auffüllen. Ich habe jetzt hier die Pöttinger habe ich geholt, weil ich fand sie nicht verkehrt, ich fand sie gut und habe dann glaube ich gesehen, er lädt nicht auf. Warum macht er das jetzt nicht? Einfach. Und ich weiß es gerade gar nicht, weil ich stehe da nämlich jetzt genau. Habe ich schon stark geguckt, dann kam noch mal ein Speicherpunkt. So, und da habe ich jetzt noch mal das Hilfefenster kurz da oben angemacht, weil irgendwie wollte er nicht auffüllen. Und dann hat er es gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Hilfefenster gleich seht, weil ich sitze hier da oben in der Ecke. Und wie gesagt, habe das dann alles mal aufgefüllt, die nach unten gebracht. Und ja, dementsprechend.
Haben wir das dann alles ready? So, wieder Helferfenster aus. Sämaschine aufgefüllt. Und noch ging ab. Ja, nicht ganz. Also, ein bisschen was bleibt noch da liegen. Das muss halt dann noch runter. Da steht noch unser Ladewagen. Den muss ich auch noch nach unten bringen. Also, sorry, aber hier, das nervt mich gerade ein bisschen. So. Gerade erst gesehen. Manchmal spinnt das alles so ein bisschen hier rum. Und dann fahren wir halt jetzt gemütlich nach unten. Und da fällt mir dann auf, so, es ist ja echt duster da, diese Einfahrt. Also im ganz dunklen, sorry, Nase juckt, seht ihr diese Einfahrt gar nicht. Also ich bin ja schon öfters dran vorbeigeschossen. Und da habe ich gesagt, so, ne, das geht gar nicht. Und habe halt jetzt hier diese Leuchten geholt, diese modernen Leuchten. Und fand es auch dann nicht verkehrt, war erst am gucken, was nimmst du? Wollte dann erst normale Lampen holen, die sahen aber danach nichts aus. Da die, von Lizard. Aber fand ich, nee, sieht nach nichts aus, die backt in den Baum, wollen wir nicht. Das sah dann irgendwie doof aus. Klar, normalerweise gehören normale Straßenlaternen dahin, aber die modernen sind halt auch welche. Ich glaube, die geguckt, die waren dann auch nicht. Das sind dann, glaube ich, genau. Die habe ich dann ausgewählt und habe sie dann so ein bisschen da unten noch verteilt, dass wir eine schöne Einfahrt haben. Weil, was soll da hinten auf dem Feld groß passieren jetzt? Also, wir haben da ja sowieso nur Gras drauf und fahren da halt nicht so mit großen Maschinen drüber, dann passt das. Und dementsprechend habe ich die jetzt so ein bisschen da verteilt. Links, rechts, immer. Weil ich fand, es sah dann schon schöner aus, wenn wir dann gleich haben auf einer Seite. Seht ihr, und da geht das Geld auch schon wieder schwinden. Ganz, ganz schnell. Aber es muss halt sein, weil ein bisschen Licht muss da sein, sonst kracht man jedes Mal wieder dran vorbei und das sieht einfach nur kacke aus. Und sonst sieht es richtig schön aus, finde ich. Also, es hat was. Kleine, schnucklige Lämpchen. Alles tutti. So, die bringen wir jetzt noch nach hinten. Und dann gehen wir, glaube ich, dann fahren wir noch den Elektro rüber. Wie gesagt, also hier nochmal der Bereich. Wenn ihr was wisst, was man dahin machen könnt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für alles offen. Hat jetzt nur nicht irgendwie doch eine Riesenhalle oder einen Stall, weil die Stelle habe ich extra weggemacht. Und dementsprechend müssen wir da irgendwas anderes hinmachen. Ja, das ist auch sehr lustig mit dem Licht. An, aus, an, aus. Das habe ich selber nicht angemacht, was im Sack ging. Ja, wie gesagt, und wenn euch die Videos gefallen, ich weitermachen soll, gerne lasst mir ein Like da und auch gerne ein Abo da. Die Aktion steht noch. Vielleicht machen wir es auch bei 90 Abonnenten, ich weiß es noch nicht. Ja, den habe ich dann auch noch verkauft. Was mir um den Sack ging, weil den brauchen wir nicht. Muss halt irgendwann vielleicht noch einen Flug holen, Flug, einen Grubber holen. Aber wir haben die Walzen, wir haben den Flug. Also dementsprechend. Keine Ahnung. So, den habe ich dann auch noch. Genau, den haben wir noch um, den habe ich vorher noch umgebaut, weil ich will jetzt noch keinen neuen kaufen. Ich habe jetzt zu viel ausgegeben und dementsprechend also nee, der bleibt jetzt. Den habe ich dann mal schön rückwärts darüber kuschiert. Ja, rückwärts fahren kann er. Das funktioniert. Und habe dann halt auch gesagt, okay, baue ich den noch um. Ja, wie gesagt, ich bin überlegen, das, was wir vorhaben mit der Karte, vielleicht sogar schon bei 90 zu machen. Dafür brauchen wir aber auch die Abos. Also wenn du jetzt hier dabei bist, schaust dir die Videos an, aber bist noch kein Abonnent, gerne. Lass mir Daumen nach oben da und gerne auch ein Abo. Was ihr nicht vergessen solltet, wäre vielleicht auch, wenn ihr das macht, lasst, haut einfach die Glocke an. So müsst ihr nicht immer warten, bis ich was poste oder so. Macht euch die Glocke an, so findet ihr halt dann auch. Kriegt ihr ja immer eine Info, wenn ich jetzt was Neues reinsetze. Ja, genau, da habe ich jetzt da reingeparkt, wo vorher der Hühnerstall war. Weil den habe ich auch weggemacht, weil die Hühner da am Hof rumrennen. Nee. Also wenn wir Hühner haben wollen, machen wir uns irgendwann einen Stall. Einen richtigen, den wir dann irgendwo am Hof platzieren. So, Trecker wird geparkt. Da seht ihr den Ideal.
Wenn wir uns demnächst in der nächsten Folge nochmal genau anschauen, weil ich habe nicht gesehen, es sind ein paar Felder, die sind fertig, glaube ich. Die können wir abernten. Ich weiß es aber nicht ganz genau. So, Licht aus. Okay, oder auch nicht. Bin ich einfach mal rumgesprungen. Haben jetzt noch 4 Minuten. So, da haben wir dann als halt hier diesen Electric, aber den bin ich am überlegen, wegzumachen wieder, weil er fährt doch 15 km/h. Alles schön und gut, wenn wir auf Elektro gehen wollen, aber das ist dann auch irgendwie doof. Genau, hab dann jetzt erstmal den Stapler weggefahren. Ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt hingesetzt habe. Genau, die mit runtergeholt, wollte ich einschieben. Noch nach hinten gefahren. Und noch dann so ein bisschen Aufräumarbeiten. Und ja, ein Staplerfahrer guckt immer gerne nach hinten. Er benutzt keine Spiegel. Nein, er guckt nach hinten. Okay, dementsprechend verliert er vorne die Last. Was mir auch dort passiert ist. Aber nicht schlimm, man kann ja schieben. Das mache ich jetzt auch einfach. Ja. Was gibt es sonst noch? Eigentlich nicht viel. Wie gesagt, also wenn ihr irgendwie mal vorhabt, wenn ihr irgendwer dabei ist, der sagt, okay, hey, cool, ich würde halt gerne noch mitmachen, weil ich suche noch gerne einen, der gerne mit mir mitmacht, aber gerne auf PlayStation, weil Discord im Moment leider noch nicht funktioniert. Dass man sagt, okay, wir schauen mal, dass wir dann noch hier wen dazu holen. So ein Mitarbeiter oder sowas wäre halt cool. Da habe ich nicht alles alleine an der Backe und muss ich immer die Entscheidungen alleine treffen. So, den Stapler stellen wir dahin. Schwuppidiwupp. Ab nach hinten. Licht an. Genau. Dann fahre ich den Elektrik doch auf Seite und dann sind wir so gesehen schon wieder am Ende vom Video angelangt. Wie gesagt, ich finde es, mir macht es Spaß immer noch, auch wenn es noch nicht so der Hype ist. Ich hoffe, es kommt irgendwann, dass ihr alle echt Fun damit habt, so wie ich auch. Und genau, da mache ich das Ding noch zu. Ich lasse ihn aber da unter den Unterstand, weil da stört er nicht. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent bei mir seid, gerne auch ein Like da, gerne auch ein Abo da lassen. Und ja, die Glocke nicht vergessen. So kriegt ihr immer wieder eine Info, wenn ich online bin. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Wir fahren jetzt noch gerade den Trecker hier weg. Ich weiß gar nicht. Stelle ich den. Er braucht halt ewig, bis er ankommt. Genau, den stellen wir jetzt noch da rein. Ja. Und damit würde ich sagen, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wie gesagt, so würde ich sagen, halt, seid gern dabei. Schaut die Folgen zu. Vielleicht machen wir auch demnächst noch einen Livestream. Bin jetzt noch gerade am Schauen. Genau hier, er fährt halt jetzt noch. Den lasse ich auch jetzt noch zu Ende fahren. Aber lasse ich halt ohne euch, damit das auch dann für die nächste Folge fertig ist. So, ich würde mich jetzt hier an dieser Stelle bei euch verabschieden. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und ich freue mich drauf, dass wir bald uns alle wiedersehen. Und bis dahin würde ich sagen, Tschüssikowski, bis Baldinski und denkt dran, Daumen nach oben und gerne ein Like da lassen mit der Glocke. Bis dann, euer Stossi.